Er macht die Bundesliga ganz wuschig. Erling Braut Haaland, 19 Jahre und nach 30 Minuten Bundesliga-Luft noch mehr Wunderkind, als er es zuvor schon war. Mit Sonderstellung auf dem Feld und nicht daneben. Sehr guter Junge. Sehr guter Junge. Kein Problem. Er will lernen. Du kannst, er ist aufnahmefähig, sicher. Top, top Mentalität. Ein Mentalitätsmonster für die oft so gescholtene BVB-Mentalität. Das passt. Irgendwie auch schon nach nur 30 Minuten im Schaufenster. Auch nach seinen Toren. Er hat immer gepusht. Er hat den Ball aus dem Netz geholt. Er hat gesagt, nein, weiter. Das ist noch nicht vorbei. Weiter, weiter. Also da muss ich sagen, mit 19 Jahren ist das wirklich außergewöhnlich. Mit 19 bringt Haaland den Tiger Effe zum Schwärmen. Wie muss man da ticken? Der junge Norweger baut auf Regeneration und Professionalität statt auf abgehobene Superstar-Identität. Für das Spektakel auf dem Platz braucht er außerhalb eher Ruhe. Haaland wohnt inzwischen am idyllischen Phoenixsee in Dortmund, wuchs in der Kindheit auch am Wasser auf und gönnt sich heute noch manchmal ein norwegisches Bad. Seine große Liebe ist der Ball. Haaland ist Single, auch wenn er in den sozialen Medien in seiner Jugend schon Werbung für sich gemacht hat. Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. La oss høre på hva Link sier. Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Haaland ist zwar der Junge von nebenan, hat vielleicht aber auch deshalb unglaubliches Vermarktungspotenzial. Auf Instagram stieg die Anzahl der Follower innerhalb der letzten zwei Wochen von 790.000 auf 1,1 Millionen. Sein Durchbruch zum Top-Player nicht nur auf dem Rasen eine Frage der Zeit. Doch Aufmerksamkeit hätte er noch mehr haben können, wenn er sich schon jetzt für Man United entschieden hätte. Sein Team um ihn hat immer Entwicklung gesucht. Damals könnte er von Molde nach Juventus gehen. Super Geld. Geht nach Salzburg, weil er der Philosophie, Spieler zu entwickeln, gut war. Jetzt, wie gesagt, Manchester United ist jetzt Ole Gunnar Solskjaer, Norweger Trainer. Der war sein Trainer in Molde. Der geht trotzdem nach Dortmund, weil er meint, die meinen, er kann sich das ein bisschen besser entwickeln. Die Entwicklung steht für seine Berater im Vordergrund. Und das ist primär nicht Mino Raiola, der Haaland zwar vermittelt, aber zumindest noch nicht federführend ist. Erling Haalands Anker und Anlaufstelle ist sein Vater und Ex-Man City-Verteidiger Alf Inge Haaland. Es kann auch ein Umfeld geben und Berater, die sagen, jetzt berate ich dich mal. Und wir gehen nicht nach Manchester United, wo du noch mehr verdienen kannst, wo es noch mehr Spektakel ist, sondern wir machen den nächsten Entwicklungsschritt. Das ist ein Musterbeispiel dafür, wie man mit einem 19-Jährigen umgeht. Haaland hat vieles, das ihn zu einem Weltstar machen könnte. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg. Auch wenn er in Dortmund jetzt schon Spuren für die Ewigkeit hinterlässt. Hier zum Beispiel ein User. Ich muss meiner Frau gleich erklären, dass unser erster Sohn Erling heißen wird. Im Ruhrgebiet wird es wohl bald öfter heißen. Buddies Erling. Finish? Ja. Yeah.